Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Tour 2 mit Makedonien. Und er sagt, wir haben gar keine Chance. Oh nein, wir werden sterben. Nö. Er hat keine Mauern. Und er kommt raus. Er kommt raus. Was interessant ist. Das ist aber sehr gut. Also, es ist sehr clever von ihm. Sehr clever von ihm. Weil in der Stadt hätte ich auf jeden Fall bessere Karten gehabt. Aber dadurch, dass ich eine starke Kavallerie habe, bin ich mal gespannt, wie er das noch retten will. Ah, der hat sich ein bisschen eingebunkert, der Kleine. Von da. Ich bin mal gespannt, ob er mich angreift oder ob er sich hinter der Linie verschanzt, was ich eher glaube. Weil wenn er das schon mal macht, dann ist es ratsam, die auch zu behalten. Jo. Okay, während er sich rumbegibt, mache ich mal das Fenster zu. Das ist der große Nachteil, wenn es wärmer draußen wird. Die Nachbarskinder gehen dann wieder raus. Und die sind, nett gesagt, eine Katastrophe. Also eine große Katastrophe. So kann man auch, ehrlich gesagt, den gegnerischen warte mal, das sind zwei verschiedene Fraktionen. Ach krass. So kann man den gegnerischen Computerspieler auch ausspielen, weil er checkt nicht, dass er jetzt hier die ganzen Verteidigungsmaßnahmen hat und läuft dadurch. Also in dem Moment, also momentan ist es egal, weil die da bremsen nur ein bisschen aus. Aber hier wird es halt schmerzhaft für ihn. Das hat natürlich alles Friendly Fire. Fire! Genau, also ich werde versuchen, von der linken Flanke anzugreifen. Also deswegen habe ich hier auch die Leinenpanzer-Schwertkämpfer gemacht. Und hier die Schildträger, damit die rechte Flanke von mir eine gute Verteidigung aufrecht hält. So, ich werde mich jetzt auch hierhin begeben, weil dann habe ich nämlich auch eine gesicherte rechte Flanke, also der kann ich hier dann nicht angreifen. Was sehr, sehr nett von ihm ist. So, mit dem Wald muss ich aufpassen. Die königlichen Peltassen sind halt in dem Sinn richtig cool, weil die haben einen ziemlich guten Damage, aber sie sind jetzt nicht so hilflos quasi, wenn sie angegriffen werden. Klar, die haben kaum Munition. Warte, steht es hier, wie viel Munition die haben?
Nee, steht gar nicht da. Aber ist schon nice. Ist schon nice. So. Okay, jetzt zieht er sich da zurück. Ja. Okay, der hat nur zwei verloren. Krass. Interessant. So. Was machst du? Na, weg da. Und da raus da. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Der mal weg. Meine General steht noch. Das ist extrem wichtig.
So, jetzt gehe ich mal da rein. Alter, wie weit ist der denn reingecharged? Krass. Sorry, dass ich gerade wieder so wenig rede. Aber ihr kennt es sicher von mir, dass wenn es anstrengend wird, dann rede ich einfach nicht mehr. Oder wenn ich mich konzentrieren muss. So, ich hoffe, das werde ich irgendwann mal noch lernen. Warte. Ich mach mal die drei einfach. Oh. Ah, da ist der. Der braucht mal kleine Unterstützung. Der braucht mal eine kleine Unterstützung. Der tut immer so überrascht. Schaut ihr gerade auf die? So, sehr schön. Ich glaube, das passt. Ja, warte, ich will noch den General töten. Sehr schön. Danke. Knapper Sieg. Fand ich gar nicht so. Also, die haben 700, das war echt nicht schlecht. Aber, naja. War auch nicht ganz so gut. So. Gut. Das war das. Wo bin ich denn gerade? Okay, also hier unten ist noch ein bisschen. Hier ist noch ein bisschen Feindaktivitäten, nenne ich es mal. Ah, genau, das sind die makedonischen Abtrünnigen. Genau. Und dann hier oben bin ich auch sehr weit. Genau. Ja, lange wird es nicht mehr dauern.
So, also. Genau, der ist schon gelaufen. Marschiert. Bis er friert. Beziehungsweise nicht mehr friert. Upsi. So, die sind ja alle schon gelaufen. Das ist ja die komplette komplette Armee, die komplett aus Salza besteht. Was? Keine Ahnung. Kavallerie ist das Wort. Okay. Gut, dann nächste Runde. Mal schauen. Ah, da, genau da, da wollte ich ein bisschen triezen. Und es hat geklappt. Wollte ich da triezen? Was mache ich denn da? Ich dachte, das wäre eine komplette Armee, aber nö. Nee, das kann ich vergessen. Aber er kommt gleich hinterher. Ist das einer von mir? Also das werde ich jetzt nicht spielen, weil das ist. Das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Wieso bin ich da hingegangen? Das kann ich auch vergessen, und zwar wegen den beiden. Ach. Ohne die Bogenschützen hätte ich es versucht. Also an sich so viel Schaden machen die Bogenschützen gar nicht, aber die brauchen ja nicht viel Schaden machen. Die brauchen nur 20 Leute oder so zu töten. Und dann ja, macht der Rest. Den Rest. Ja, das brauche ich auch nicht versuchen, auch wenn die Garnison. Ja, wobei, die Garnison ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber er hat. Er hat eigentlich nur Fernkämpfer. Da habe ich eigentlich nur eine Chance, wenn. Nö, ich muss eine Attrappe machen. Und hier so. Hier so. Ich muss versuchen, dass er nur. Auf die schießt. Auf die da. So als Decoys. Tut mir leid, aber wenn ich das schaffe. Weil das sind dann schon mal. Ja, also danach haben sie halt immer noch richtig viel Munition. Okay, ich schaffe es nicht.
ist nicht gut. Das ist halt das Problem, dass er die richtigen fokussiert. Nein. Nee, der hat's gut gemacht. Der hat's gut gemacht. Ja. Das sind auch die guten Plänkler-Kavalleristen. Also die guten, also die besseren, sag ich mal so. Cosentia. Da haben sie den Stiefel wieder zurück erobert. Ja? Also die Stiefelspitze. Die spitzige Stiefelspitze. So, da bin ich mal gespannt. Nabatea. Massilia. Ja, pff. Was soll ich da groß machen? Nichts. So eine Flotte brauche ich auf jeden Fall wieder. Oder wo ist meine? Die ist, glaube ich, Nordafrika. Entschuldigung. Nordafrika. Die brauchen wir auf jeden Fall dann hier oben wieder. Marsilia ist auf jeden Fall auch jedes Mal nicht sehr klein, sag ich mal. Oder halt sehr selten. Mach ihn fertig. Ah, du bist gestorben. Noob. Der hat jetzt echt meine Agenten getötet hier. Was soll ich davon nur halten? So, das sind auf jeden Fall zwei große Armeen noch. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Auchi. Oh. Wo ist denn das? Ich weiß halt nicht, wie die Stadt aussieht, wie die Karte aussieht. Ah, nee. Mache ich automatisch. Das mache ich automatisch.
Weil mit einer Pikinierseinheit, also mit drei hätte ich es gemacht. Mit drei hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Oder mit zwei. Das hätte auch funktioniert. Naja, gemeuchelt. Ja. Natürlicher Tod, Politiker. Das ist gut. Machen wir mal den. So. 37 bist du. Oh, verdammt, du bist Stratege, das passt jetzt nicht. Forschungsrate, Korruption, Kinder. Nahkampf mit Speeren. Hingabe ist das dritte nicht. Ja. Ah, das ist ganz gut. Oh, ja, geheime Aktion. Ja, mei. Dann schauen wir mal. Okay, das haben die jetzt zurückerobert. Das da auch. Das da auch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das nächste machen wir dann in der nächsten Folge. Beziehungsweise das da können wir ja jetzt noch kurz machen. Genau, was ich euch noch sagen wollte, ist, dass ich zwischen den 20. und den 25. April, also in 2, 3 Wochen, anfangen werde zu streamen. Also da werden die ersten beiden Streams anfangen. Und zwar der erste Stream. Also ich weiß die Daten noch nicht. Also wahrscheinlich Montag oder Dienstag, also 20., 21. wird der erste Stream sein. Und dann, was machen wir hier? Ja. Und dann wird der zweite Stream wahrscheinlich Donnerstag sein. Also wie gesagt, sicher ist es noch nicht. Aber relativ sicher. Und der erste Stream wird eher so Gaudi-haft sein. Also der wird Spiele mit der Community sein, also mit euch dann. Und also zum Beispiel Scribble.io oder Stadtland Floß und halt solche lustigen Spiele, sage ich mal. Die werde ich dann da spielen. Und der zweite Stream wird dann eher so Strategie sein. Also das heißt, ich weiß noch nicht, ob wir, also ich hab vor, Rome Total War zu spielen. Ich weiß aber noch nicht, ob wir mit vielleicht Jake zusammen spielen oder ob wir eine komplett neue Kampagne anfangen, so einfach nur für den Stream und vielleicht dann wird er dann später irgendwann auf YouTube auch hochgeladen, aber wo wir halt dann gemeinsam Entscheidungen treffen und so weiter und ihr mich auch fragen könnt, was, wo, wie und warum, das ist, glaube ich, ganz interessant dann. Also ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr am liebsten mögt. Und genau, dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns bis dahin, ja, noch mal ein paar Mal im Let's Play sehen und dann im Livestream sehen. Würde mich freuen. Auf jeden Fall, danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.